Servus und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ihr seht schon, irgendwie ist das ein bisschen anders als sonst. Ich hatte euch am 18. November, also basically vor über einem Monat, gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen real-life-mäßig habt. Also nichts, was mit unserem sonstigen Thema hier zu tun hat, sondern wirklich irgendwelche real-life-Sachen. Also, keine Ahnung, Beruf, Hobbys, wie auch immer. Ich hatte euch da auf Insta gefragt und ich habe auch die Insta-Umfrage hier auf dem Handy offen. Und ich würde sagen, wir suchen uns da einfach mal ein paar Fragen aus und gehen die einfach mal auf ganz spontan durch. Übrigens perfekt, wenn man sagt, Leute, stellt mir Real-Life-Fragen und nicht zu unserem normalen Thema. Und basically jede zweite Frage ist zu unserem normalen Thema. Nice. Shishness fragt, als was arbeitest du? Die Frage hatte ich tatsächlich schon in dem letzten Q&A beantwortet, aber seit circa 3 Monaten bin ich tatsächlich komplett selbstständig, komplett YouTube, Insta, Twitch, alles so zusammen, Influencer, Content Creator, wie ihr das schimpfen wollt. Aber ja, seit 3 Monaten bin ich tatsächlich mit Shisha WG komplett selbstständig. Was sehr, sehr krank ist und was ich mir nicht hätte vorstellen können. Aber schon sehr nice. Sehr nice. David Mattea fragt, seit wann kennst du Aljoscha und Yannick? Bei Ali, also Aljoscha Hookays, weiß ich es gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich schätze, ich habe ihn irgendwann mal im Somo-Office kennengelernt. Aber so genau könnte ich es gar nicht sagen. Bei Yannick weiß ich es genau, beziehungsweise ich weiß nicht genau das Jahr, aber ich weiß genau, wo wir uns getroffen haben. Und zwar war das auf der Intertabak beim Alfacher-Stand. Da saß er, also Warren und ich, Warren, der mit dem ich damals die Videos noch zusammen gemacht habe, wir saßen bei Alfacher am Stand und dann saß Yannick neben uns und dann hat er da so Insta-Stories gemacht und dann haben wir ihn so gefragt, so, ah, machst du auch da irgendwas oder so? Und er so, ja, ja, ich mache auch Insta und wir dann so, ach cool, ja, wie heißt der denn da? Wir hatten noch gar keinen Plan von Insta, gar keinen Plan von Insta. Wir waren komplett lost, was Insta angeht. Und Yannick war, glaube ich, schon damals einer der Größten so und wir kannten ihn einfach nicht so, keine Ahnung, Insta hat uns damals noch nicht gejuckt, ne? Mittlerweile bin ich ja auch gut auf Insta am Start, aber damals haben wir nur YouTube gemacht. Naja, auf jeden Fall war da halt Yannick und wir haben da ein bisschen gequatscht und haben dann mal auf sein Profil geguckt und waren erstmal so, Maschallah, Bruder, irgendwie, damals hatte Yannick irgendwie, weiß ich nicht, ein paar 20k oder vielleicht knapp 30k oder so. Also auf jeden Fall wild weniger als jetzt. Grüße gehen übrigens raus an Ali und Yannick an der Stelle. Ja, und dann haben wir da einfach ein bisschen gequatscht. Ich glaube, Yannick ist noch live gegangen oder so. Ja, also Yannick, ich glaube 2018. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich würde sagen, 2018 müsste das gewesen sein. Ja, also circa 2018 auf der... Na, perfekt, jetzt fährt hier. Ja, also ich denke, das müsste auf der Intertabak 2018 gewesen sein. Könnte auch noch ein Jahr früher gewesen sein. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Dein Lieblingsfilm ist... Sehr schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Also mich da zu entscheiden, weiß ich nicht. Ich würde sagen, so ein paar Nolan-Filme, The Dark Knight Rises und Co., Matrix, immer sehr, sehr geil. Die ganzen Inception, Shutter Island, sowas in die Richtung fand ich sehr nice. Herr der Ringe, Klassiker, absoluter Klassiker. Star Wars gucke ich gerne, bin da nicht so, bin nicht so hardcore tief drin. Also sagen wir mal, wenn ich auf einen richtigen Hardcore-Star Wars-Fan treffe, dann, keine Ahnung, kommen da manchmal Fragen auf, die ich gar nicht beantworten könnte oder so. Aber ich gucke die Filme sehr, sehr gerne. Ja, die würden mir jetzt spontan am ehesten einfallen, aber das würde eine, keine Ahnung, dreiseitige Ausarbeitung in Kauf nehmen oder das würde eine dreiseitige Ausarbeitung brauchen, dass ich das wirklich schön erörtern kann und erörtern kann. Und da bräuchte ich auch viel, viel mehr Zeit und viel, viel mehr Aufwand für, als man das jetzt in so einem Q&A-Video machen kann. Deswegen eher so die paar, die ich da gerade genannt habe. Safe. Wie bist du zu YouTube gekommen? Fragt Mile1570. Uff. YouTube mache ich tatsächlich seit 13 Jahren. Also, sagen wir mal so. Ich habe vor 13 Jahren mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das war damals noch zu einem Game, Maple Story, falls das jemand kennt. Wildes MMORPG aus Asien. Ganz, ganz wilde Nummer. Und da habe ich vor 13 Jahren mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und seitdem bin ich einfach krass verliebt in diese Plattform. Also, keine Ahnung, was YouTube damals war und wie viel geiler das war als Free TV und man kann einfach gucken, was man will und es gibt so viele krasse Creator auf dieser Plattform.
Also einfach mega, mega YouTube-Liebe und direkt von Anfang an. Und hatte dann super viele verschiedene Channel. Also ich hatte ein paar Real-Life-Videos, wo ich irgendwie mit Freunden weggegangen bin oder wir Longboarden waren oder Wakeboarden waren. So Sachen. Ich hatte mal einen Gaming-Channel, Classic Minecraft-Let's Plays gemacht. Ich hatte einen Call of Duty-Commentary-Channel. Und letztendlich ist das alles dann mit in Shisha-WG eingeflossen, wo ich das dann alles, ja, die Erfahrung gebündelt habe, sage ich mal. Und bei den anderen Channels habe ich irgendwie nie so wirklich durchgezogen, aber ja, bei Shisha-WG jetzt schon. Und es ist schon wild, wenn ich zurück überlege, dass die ganzen Schritte notwendig waren, um jetzt da zu sein mit Shisha-WG, wo ich bin mit Shisha-WG, ist schon wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Julian fragt, willst du mal heiraten? Ja, safe. Also ich habe da ein ganz klassisches Bild von Familie. Gerne ein Kind, vielleicht zwei, mal gucken. Heiraten auf jeden Fall, vielleicht ein Haus. Ich hätte am liebsten irgendwo ein Haus, das ein bisschen abseits ist, dass man da, keine Ahnung, machen kann, was man will, sage ich mal. Also dass man nicht irgendwie, ich habe keinen Bock auf Nachbarn, die irgendwie dann easy genervt sind, wenn man mal Musik anhat oder wenn man mal einen Geburtstag feiert oder irgendwie sowas, falls wir irgendwann wieder Geburtstage feiern können. Kilua fragt, wie sah dein alter Arbeitsalltag aus? Boah, also im Festangestellten-Dasein in der IT-Firma in Koblenz war relativ normal. Also entweder du hast ein bisschen früher angefangen oder ein bisschen später. Das heißt, so zwischen 7 und 8:30 oder sowas habe ich angefangen. Dann hast du 8 Stunden gearbeitet, hattest noch eine Dreiviertelstunde Pause am Tag, eine Viertelstunde Frühstückspause, eine 1/2 Stunde Mittagspause und dann bist du wieder heimgegangen. Ne? Manchmal hast du Überstunden gemacht, manchmal gab es irgendwas, was am Wochenende zu erledigen war. Aber abgesehen davon war es eigentlich ein sehr entspannter Job. Also war alles wunderbar. Mit den Kollegen war sehr angenehm immer. War eigentlich echt okay. War eigentlich echt entspannt. Jakob Uhl fragt, Traumauto. Ihr kennt den Running Gag. Ihr kennt den Running Gag aus den Streams. Der Traum wäre schon ein schöner AMG. Also sagen wir mal, absolutes Traumauto wäre der GT. Oder ein Aston Martin wäre sehr, sehr nice. Lamborghini wäre auch so ein Traumauto, aber sagen wir mal, ein realistisches Traumauto wäre eine S-Klasse mit einem guten, dicken Motor drin und ein bisschen Leistung, sodass man auch mal ein bisschen zügiger fahren kann. Also das wäre so der realistische Traum. So S-Klasse, super komfortabel, super schön, aber als AMG auch mal ein bisschen zügiger dabei sein. Das wäre schon sehr, sehr wild. Ja, ihr wisst, Leute, AMG VIP-Leasing, bitte, irgendwann. Kannst du einen Handstand? Nee, nicht mal ansatzweise, Bro. Interessierst du dich auch für Fußball, Basketball, Handball, Football oder so? Also ich habe, bevor ich jetzt auch sonntags immer gestreamt habe, sonntags eigentlich immer NFL geguckt. Das ist jetzt so ein bisschen flach gefallen durch den Sonntagsstream, aber Stream macht mir mehr Spaß als einfach nur NFL gucken. Deswegen ist es schon okay. Und ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne mehr NBA gucken, aber NBA meistens die Spiele relativ spät. Ich finde, wenn ich Sport gucke, dann am liebsten live. Da hat irgendwie mehr Nervenkitzel, als wenn man schon irgendwie gespoilert werden kann, wie das Spiel dann schon ausging und so. Ja, deswegen, eigentlich würde ich es lieber live gucken, aber das, ja, meistens sehr spät. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Leider schon sehr, sehr alt. Aber ich habe gestern einen geilen Post auf 9gag gesehen. Übrigens, Shoutout an jeden, der auf 9gag ist. Da war irgendwie, der Post ging irgendwie so, Jeff Bezos hat irgendwie mit 23 noch Burger bei McDonald's gebraten. Und da waren noch so ein paar andere Beispiele dabei. Also basically so, du bist nicht zu alt, um noch das zu machen, was du willst oder um dein Leben nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Von daher, 28 Jahre ist schon nicht mehr so jung, aber man hat noch ein bisschen Zeit. Was war dein erstes Auto, fragt Lenny. Also das erste Auto, das ich gefahren bin, war ein Opel Corsa. Der hat aber eigentlich meiner Oma gehört, nur hatte die sich dann den Arm gebrochen. Ich hatte gerade Abi fertig, habe ihr dann so ein bisschen geholfen mit Einkäufen und so. Und deswegen hatte ich dann praktisch ihr Auto, also sie konnte eh nicht fahren, deswegen hatte ich ihr Auto dauerhaft, bin aber so 2-3 Mal die Woche mit ihr einkaufen gefahren und zum Arzt gefahren und was man halt so erledigen muss, ne? Aber mein erstes eigenes Auto war ein 1er BMW, noch der ganz alte. Auch ein sehr, sehr nices Auto, aber ist dann irgendwann wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Also der hatte irgendwie alles, was so ein BMW haben kann.
Grüße gehen raus an alle Steuerketten von den Einsern, von den Alten. Die Leute, die in Einser fahren und ähnliche Probleme hatten, die wissen, wovon ich rede. Das ist nicht so witzig. Ja, und dann hat es sich nicht mehr gelohnt. Und dann habe ich mir nachdem tatsächlich meine E-Klasse geholt, mein E200 W210. Schöner, alter Ehrenbenzer. Maggis oder Burger King? Bro, 100% Burger King. Der einzige Grund, zu Maggis zu gehen, oder es gibt drei Gründe, zu Maggis zu gehen. A, Nuggets, wobei da jetzt auch die Veggie Nuggets bei Burger King extrem nice sind. Also ohne Scheiß, ich esse nochmal sehr gerne Fleisch, aber die Veggie Nuggets bei Burger King extrem geil. Der zweite Grund, also eins hatten wir, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist Monopoly. Wenn es bei Maggis Monopoly gibt, die Sofortgewinne, direkt noch ein Eis oben drauf oder sowas, brutal. Und Grund Nummer drei, Gläser. Die Maggis-Gläser, jeder kennt sie. Also ich glaube, ich gehe immer nur zu Maggis, wenn ich Chicken Nuggets will, die normalen. Oder wenn ich bei Monopoly oder bei den Gläsern was abstauben will. Das sind für mich die Gründe, zu Maggis zu gehen. Ansonsten gibt es da keine. Sonst gehe ich lieber zu Burger King. Kassel fragt, schon mal drüber nachgedacht, dir einen längeren Bart wachsen zu lassen. Ja, aber da spielt meine Freundin nicht mit. Also, böses Thema, böses Thema. Worauf und was zockst du am liebsten? Fragt Justin. Ich bin eigentlich komplett PC-Guy. Also ich habe selbst gar keine Konsole. Mein Bruder hatte eine Xbox 360. Also meine letzte Konsole war die PlayStation 2. Davor hatte ich die PlayStation 1. Dann bin ich aber umgestiegen auf PC. Mein Bruder hatte aber die Xbox 360. Das heißt, ab und zu habe ich Xbox gespielt. Dann ist Mia ja zu mir gezogen und Mia hat eine PlayStation 4 mitgebracht. Wir haben ab und zu mal PlayZ gespielt, aber ich zock lieber am PC, hat man einfach viel mehr Freiheiten. Shooter mit einem Controller zocken ist eh immer Krise, deswegen da lieber Maus und Tastatur. Tausendmal besser, ganz, ganz safe. Und jetzt habe ich gerade angefangen, Cyberpunk zu zocken. Kuss geht da auf jeden Fall raus an Gary. Und davor habe ich eigentlich nochmal so Fall Guys, Among Us, so kleine Minigames, so Fun-Games, die man halt mit anderen Leuten zusammen zocken kann, die halt witzig sind, gezockt, aber ansonsten eigentlich nicht so viel. Schon mal überlegt, in eine andere Stadt zu ziehen, fragt Joel F. Ich habe eine Zeit lang in Koblenz gewohnt und Koblenz war auch eine schöne Stadt und ich habe da viel mitgenommen, aber ich war auch froh, irgendwann wieder in meine alte Heimat zu ziehen. Also ich wohne jetzt wieder in der Nähe von Frankfurt und es war eine sehr schöne Entscheidung. Also so habe ich meine Freundin kennengelernt, ich bin wieder näher an meinen Eltern und an meinen Großeltern. Sehr gute Entscheidung, bin ich absolut zufrieden. Ich habe ein paar Länder gesehen, ein paar Städte gesehen. Es gibt viele schöne Flecke auf der Erde, aber Heimat bleibt Heimat. Ist so. Und früher dachte ich immer, nee, ich will raus und ich will unbedingt auswandern und scheiß Deutschland und nee, ich will hier weg und weiß ich nicht. Und dann bin ich ein bisschen gereist. Also ich bin jetzt auch nicht in 1000 Ländern gewesen, aber ich war in der Domrep, war auf Sri Lanka oder in Sri Lanka und Europa, viele Länder mitgenommen und so. Und dann merkst du schon, was du an Deutschland hast. Und seitdem bin ich auch sehr, sehr happy hier. Auch wenn man sehr viele Steuern zahlt. Aber abgesehen davon, Deutschland ist schon ein sehr, sehr nices Land auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt viele, die meckern. Aber ich glaube, viele von denen wissen gar nicht, was sie alles hier in Deutschland so haben. Und welche Sicherheit man in Deutschland hat. Der einzige Nachteil ist, das kostet natürlich auch gut Steuern. Ja, aber abgesehen davon, ich bin sehr happy. Heimat ist Heimat. Ich bin froh, hier zu sein. Ich mag Frankfurt. Wohnen so ungefähr, ja, kommt drauf an, Anfang Frankfurt, das erste Ortsschild ist wahrscheinlich eine Viertelstunde weg, wirklich Frankfurt Stadtkern, so 25 Minuten ungefähr, bin aber sehr happy hier. Marvin fragt, Fantreffen, Bro, Marvin, ich wollte eigentlich im November schon eins machen, aber Corona, Morona, wer weiß, wann es wieder geht. Wenn es wieder geht, super gerne, super, super gerne. Es war ja eigentlich noch eins geplant, aber mal gucken, mal gucken. Hund oder Katzenmensch, fragt Reinhard. Beides, Bro, beides. Also ich mag Katzen sehr, sehr gerne, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann hätte ich lieber einen Hund. Aber beides süß. Tom fragt, wie ist dein Alltag so gestaltet? Also normal sitze ich ungefähr 10 bis 12 Stunden hier hinter mir an dem Schreibtisch und arbeite, schneide Videos, plan Videos. Manchmal sitze ich auch da drüben und drehe Videos, aber das ist eigentlich so der Großteil meines Alltags. Ich stehe auf, ich setze mich an meinen Rechner, ich arbeite. Manchmal mache ich Pause und dann esse ich, also in der Regel mache ich irgendwann eine Pause und esse mal was oder gehe mal eine Runde spazieren mit Mia. Die ist ja auch daheim im Moment, weil Uni ist ja, ne, komplett remote. Dann gehen wir mal eine Runde spazieren und dann irgendwann bis abends. Und entweder abends ist dann noch Stream, dann geht es nochmal
3, 4, 5, 6 Stunden im Stream weiter. Oder ich mache dann was mit mir, gucken Filme, normal ausgehen, aber im Moment halt auch sehr, sehr schwierig, was essen gehen oder mit Freunden treffen oder so, was ja im Moment nicht so easy ist, aber so, das wäre sonst normal so der Alltag, aber so einen richtig normalen Alltag hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Gefällt dir das YouTuber-Dasein? Ja, schon. Also es ist deutlich stressiger, als ich das gedacht hätte. Es ist schon wirklich insane viel Arbeit, YouTube Vollzeit zu machen. Die Bürokratie, die da noch hinten dran steckt, den ganzen Kontakt halten mit irgendwelchen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich sag mal so, es ist ja wie immer, ne? Du hast immer Parts, die du super, super nice findest und Parts, die du ein bisschen weniger nice findest. Aber alles zusammen, wenn ich dann wieder vor der Kamera sitze und drehe und das ist mein Job, denke ich mir immer so, Alter, wie krank, dass das passiert ist, wie genial, dass das passiert ist und ja, dann ist es wirklich einfach ein krasser Moment immer. Also es ist sehr, sehr wild und es gefällt mir sehr gut, aber es hat auch definitiv seine stressigen Seiten. Aber es ist der schönste Stress, den ich mir vorstellen kann, sagen wir es mal so. Als letzte Frage nehmen wir noch Huka Luma. Wie kommst du eigentlich mit der aktuellen Situation zurecht? Also ich bin eigentlich eher... Es ist schwer zu sagen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich bin eigentlich eher ein introvertierter Mensch. Aber haha, dann macht der Videos und Livestreams auf YouTube, wenn er introvertiert ist. Aber sagen wir mal so, ich habe kein Problem damit, mich introvertiert zu verhalten. Also ich könnte mich auch einfach 2 Wochen daheim einsperren und das wäre kein Ding für mich. Also hätte ich absolut kein Problem damit. Habe auch damals schon gesagt, so wenn ich irgendwie in Quarantäne muss oder so, juckt mich nicht großartig. Soll mir irgendjemand Einkäufe vor die Tür stellen und dann bin ich halt 2 Wochen daheim. Also bockt mich nicht so wirklich, ne? Deswegen komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Also die einzige Einschränkung, die ich wirklich in meinem Leben merke, ist, es können nicht mehr so viele Freunde vorbeikommen und ich muss eine Maske anziehen, wenn ich rausgehe. That's about it. Und ich würde halt gerne eigentlich Treffen mit euch machen, aber das geht auch nicht. Also ja, das sind da so die Einschränkungen. Aber an sich komme ich sehr gut damit klar. Ja, wir haben den Zusatzstream. Normal war ja Dienstag, Donnerstag, Sonntag Streams. Jetzt ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag Streams. Das ist dann so ein bisschen der Ausgleich. Das heißt, ich arbeite einfach mehr und dann vermisse ich auch weniger, dass man schön weggehen kann. So ist das im Moment. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Real-Life-Q&A. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze findet. Ob wir sowas mal häufiger machen sollen, ob wir auch mal nicht unser normales Thema bearbeiten sollen, ob euch sowas gefällt, ob ihr da andere Vorschläge habt, was ihr gerne noch sehen würdet. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Eindrücke, Meinungen zu Themen, keine Ahnung. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke an jeden, der bis jetzt hierhin geguckt hat. Euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.